Was willst du von dem Auto? Hast du den noch nicht? Ich hab noch neue. Du hast den doch gerade hierher gefahren. Geh mal holen. Nehmen wir den, oder? Du hast die ganze Zeit Vorbereitung, Sandro. Ist er? Perfekt vorbereitet zu allen Worten. Ja, was haben wir ja gemacht jetzt? Also im Prinzip unsere Arbeit wurde noch abstimmt. Ne? Mhm. Abstimmt, aber in der Zeit hat keine Fehler gefunden, die haben wir damit abgestellt. Ja. Aber hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Was ein bisschen mühsam für uns ist, hier ist ein TVS-Tuning drauf, vom Getriebe her, da kommen wir nie ran. Das ist ein bisschen lähmig. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Leistung. Mhm. Ja. Was limitiert uns denn noch an der Leistung? Wir fangen mal von der Limitierung an gerade. Ich habe gerade so ein bisschen Limitierungsbock. Originale Katzen drin, das heißt, obenrum fängt das Ding mal an zu klingeln. Das heißt, wir fahren oben einen abfallenden Zündwinkel, deswegen Leistung so, wir sind jetzt kurz auf 430 PS. Das ist ähnlich so, ansonsten, ja, war nicht ganz so leicht, aber das kriegt man alles mal hin, ne? Muss man sich halt mal hinsetzen. Aber das Klangerlebnis schädigt sich so alles, ne? Das ist ganz klar, muss ich sagen. Hier eine Schub drauf fährst, würde alles kaputt machen. Oh, ja, ich glaube, es würde vieles kaputt machen. Mhm. Klang, ja. Das ist einfach, weil der Chefi ist. Chefi. Das ja. Ein Sandro ist hier drin. Ja, aber die Klima ist nicht befüllt, die sollte man nicht anmachen, hat er gesagt. Ja, können wir das ja ausmachen irgendwie? Komplett? Genau, ja. Off. Genau, machen wir das Fenster auf. So. Ja, so ist schön. Genau, Wetter, ach, Sonne ist, alles ist geil. Wetter ist halt top, ja. Ach, guck mal hier, Temperatursensor zeigt doch nichts an. Das ist unser Fehler, ne? Strich, Strich. Ja. Das haut uns einen Fehlerspeicher auch mal rein. Und noch das Hauptrelais. Das ist nicht zu früh irgendwie. Da müssen Sie mal gucken. Das ist jetzt nie meine Kernaufgabe. Hm. Ansonsten verspielen wir uns hier. Ja. Ja, aber ansonsten, was haben wir hier für ein Auto eigentlich? Das ist ein originaler Golf 7 GTD vor Facelift. Und bauen wir einen Handschalter. Was haben wir jetzt? DSG. 3,6er Kompressormotor. Wichtig, Euro 6 Motor. Das war hier auch zur Eintragung Prämisse. Der Motor ist alles eingetragen. Deswegen brauchst du Euro 6 einfach. Und Euro 6 gibt es aber eigentlich nie in Deutschland. Die Motoren, die gehen nur bis Euro 5. Mhm. Ja, da war der Kunde. Also haben die Jungs, sag ich mal, ich glaube, das war so ein bisschen. Die Jungs halt zusammen sagen, haben wir geguckt, wo gibt es denn sowas mit Euro 6? Ich glaube, das Ding ist auf dem VW Atlas, der Motor. Und ja, Zweisitzerumbau, hinten Strebe drinne, schön tief das Ding, gepfeffert drinne. Richtig schick. Schon geil. Ja, das auf jeden Fall. Ja. So, Sandro, was denkst du, hat das Ding Leistung? Das Ding hat Leistung, ja. Denkst du das? Geh ich mal ganz stark auf, ja. Okay, ich gebe jetzt Vollgas. Das war Vollgas. Wirklich? Das war Vollgas. Okay. War das gerade schnell? Nee. Das war nicht schnell, oder? Nee. Das ist krass, oder? Ja, das ist krass. Das ist Kompressor halt, ne? Ja. Hat auch noch keinen Wirkungsgrad. Also der Kompressor. Kommt später. Der hat auch keinen Wirkungsgrad. Mhm. Okay. Aber wir fahren mal kurz auf die Bahn. Die Post geht ab oben rum. Okay. Was hat der Euro, was hat er nicht? Das ist ein Frontkratzer. Das ist kein Allradumbau. Mhm. Finde ich auch wirklich genau richtig, gerade für die Leistung, so wo wir jetzt hier sind. Brauchst kein Allrad, schluckt dir einfach noch sinnlos, das sinnlos viel Verlustmoment, das ist einfach noch Schwachsinn. Es ist nie langsam, ne? Nee, gar nicht, null. So, hatten wir auf jeden Fall schon die Geschwindigkeit. Ja, denke ich. 10,6. 10,6? Warum lag man da gar nicht so verkehrt, ja? Aber schwer zu beschreiben, ja, ne? Ja, ja, ja. Aber es ist geil. Ist geil, ja. Ist jetzt kein Leistungswunder? Nee. Aber es ist geil. Also, ne? Zeitenwunder ist es nicht.
sag mal genauso wie es ist. Mhm. Ja, emotionales Wunder. Ja. Meine Meinung. Das ist einfach, warum liegt das da eigentlich, Sandro? Weißt du das, warum? Was? Ob das Ding so langsam ist für 430 PS? Für so langsam, in Anführungsstrichen, ne? Hm, weiß nicht, sag mal. Weil der Drehmomentverlauf zu spät ansteigt. Okay. Das ist ein bisschen lamey. Jo, ja, 10,3 sind wir gefahren. Ich glaube, ganz leicht berghoch. Ja. Interessiert jetzt nicht. Fährt um die 10 Sekunden das Ding. Genau. No? Das ist eigentlich, ja, ist okay. Hm? Ne, das DSG macht, wie gesagt, das ist ein bisschen so ein Problem. Also ich kann halt nicht, ich hätte gern von Programmiererseite her, dass das Ding so bis 7,2, 7,3 dreht. Hm? Das kann ich nicht machen. Bei 6,8 hackt uns das Getriebe, kommt, sagt das Getriebe, ich kann nicht weiter drehen. Hm. Ne, und dann begrenzt er uns und alles scheiße. Hm. Wenn man das hätte, wäre das Ding bestimmt noch so 9,5, denke ich. Denke ich auch. Genau, dann so, das ist das, was wo das Ding Leistung erstmal aufbaut. Ja. Ja, aber an sich so ein mega geiles Projekt, schönes Projekt. Fall. Ich freue mich, dass ich es machen durfte. Ja. Wirklich, wirklich geil, geil, geil. Das Vertrauen bekommen habe. Hm. Oder? Ja, das stimmt. Hier ist das große Ganze einfach aus Sound, Kulisse. Mhm. Hier ist vieles andere einfach noch geiler als nur das Thema Leistung. Das stimmt. Wirklich. Ich feiere das Ding. Schnuckis, ich habe euch total lieb. Mehr von dem bringt die kaum ran. Unbedingt. Was so ein bisschen auch geil ist. Hm? Das ist nicht geil, ey. Ist so irgendwas falsch formuliert, oder? Naja. Ist eigentlich alles geil, oder? Ja. Ich arbeite fetzt noch mehr, ja. Hm. Ist aber wirtschaftlich total sinnlos, ne? Also ich bin glücklich mit dem Ding hier. Das läuft, das Ding dreht. Ja. Das fährt jetzt auch schön sauber. Und ja, geilo. Ich feiere das Ding komplett ab. Frisch. Wie komplett feierst du das Ding ab? Frisch komplett, oder? Das Ding hat halt so einen richtigen. Ja. Das ist. Wie sagen wir das? Das ist wie so eine geile die aber auch gar nicht ordentlich ist. Ja. Ja. Weißt du, wie ich meine? Stimmt, genau, ja, so was ist ja, das hier auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Gefällt mir. Mir auch. Mir auch, ja.